unser lieber, uneingeschränkt solidarischer Freund George W. Bush wird morgen in Berlin eintreffen. Große Sicherheitsvorkehrungen, große, große Demonstrationen, Gegendemonstrationen. Man ist schon sehr aufgeregt in unserer sympathischen Hauptstadt mit sehr viel Herz. Und eine unschöne Meldung, Amerika ist so gut wie zahlungsunfähig. Haben Sie das gewusst? Unser Sympathie, die letzte verbliebene Supermacht ist so gut wie pleite. Ja? Die USA sind so pleite, Mexiko hat heute die Grenzen dicht gemacht. Das heißt, ich vermute, es wird neue deutsche Begriffe in der amerikanischen Sprache geben. Sie wissen, es gibt ja schon Kindergarten, es gibt schon Angst, es gibt natürlich Blitzkrieg. Und der neue Spruch in Amerika wird sein, well, I'm so Holzmann. Dann, nein, ist okay. Dann, haben Sie Pfingsten zum Teil auf der Autobahn verbracht? Ich hoffe, lassen Sie sich da nicht einschüchtern, ja, von wegen und bleibt zu Hause und so weiter. Unsere Autobahnen brauchen Unterstützung, denn beängstigend schlechter Zustand, habe ich auch nie gewusst. Eine ADAC-Untersuchung, es drohen, und ich sage das wertfrei, ich sage das nur, um es zu beschreiben, ich sage es nicht mit ausländerfeindlicher Tendenz, ich sage es nicht, um Kosovo oder Serbien zu präjudizieren, ich sage nur, wie der ADAC es sagt, es herrschen balkanische Schlaglochpisten. Ja. Muss man sagen. Richtig gefährlich wird es allerdings auf der Autobahn, wenn Ihnen das Guido-Mobil begegnet. Na, reicht! Brauchen nicht für jeden Durchschnittswitz sich wegschmeißen. Ja? Jetzt, meine Damen und Herren, kommt ein Witz, den man in diesen Zeiten gefahrlos machen kann. Die deutschen Autobahnen verrotten. Wenn das der Führer wüsste. Herbert Challenge und Ben! Unser heutiger Gast ist, wie man in ihrer Heimat sagt, ausgesprochen fesch. Oh ja. Sie ist 20 und sie kommt aus Tirol. Und wir haben sehr selten Gäste aus dem schönen Tirol. Mhm. Eines der schönsten Bundesländer in Österreich. Sie kommt aus Innsbruck, sie ist 20 Jahre alt, sie moderiert für Viva Plus. Und sie macht zurzeit noch ihr Abitur. Und das finde ich das Faszinierende. Mit einer Spezialvereinbarung geht sie in eine Abendschule und schreibt ihre Prüfungen an speziellen Daten, damit sie hier für Viva weiterarbeiten kann. Sie ist, glaube ich, die erste bei Viva, die überhaupt mit einem Abitur in Berührung kommt. In diesem Zusammenhang, ich hoffe, unserem lieben Freund Mola Adibisi geht es schon wieder richtig gut. Oh ja, klar. Ja, das war mein Lieblingssatz übrigens in diesem Jahr. Tut's weh, Herr Adibisi. Habe ich gesehen bei Günther Jauch, Stern TV, als Mola. Ich hatte gedacht, der Unfall wäre viel schlimmer verlaufen. Ist es zum Glück nicht. Und er wurde, glaube ich, im Bundeswehrkrankenhaus in Koblenz behandelt. Und der Arzt zog die Fäden und sagte, tut's weh, Herr Adibisi. Irgendwie ein Satz, der mich fasziniert hat. Ja. Rein durch den Klang, rein durch den Rhythmus. Tut's weh, Herr Adibisi. Besser als manches Parteiprogramm. Tut's weh, Herr Adibisi. Und mein Gast heute aus Tirol, 20 Jahre alt, fesch, intelligent, war mit 12 Jahren schon Schachmeisterin. Heute zum ersten Mal bei uns Miriam Weichselbraun. Miriam Weichselbraun. Sehr gut. Toll. Also unsere Band immer auf dem TV. Jede Aktion wird mit einem Geräusch begleitet. Tut's weh, Herr Adibisi. Danke, Sven. Susanna, meine Damen und Herren, ist krank. Unsere Kollegin hier mit den Karten wird heute vertreten von unserer lieben Kollegin Julia. Auch nicht zum ersten Mal. Ja. Susanna, krank. Thema heute war Autobahn putt und USA pleite. So, sonst keine besonderen Vorkommnisse, keine Geburten, nichts. Nein. Hast du Susanne auch richtig geschrieben?
Mit Z. Ja. Das ist so ein ich mache, wenn ich eilig bin, weil heute wir so viele tolle Themen haben, habe ich Susanna so schnell geschrieben. Ja, Susanna mit Z. Nur noch 10 Tage bis zum Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft. Genau. Und in diesem Zusammenhang, meine Damen und Herren, Sie haben sich vielleicht oft gefragt, woher kommt dieses fulminante Fachwissen bei Herrn Schmidt und Herrn Andrack? Vor allem bei Herrn Andrack, aber auch mein Fachwissen im Bereich Fußball ist phänomenal. Abend für Abend weiß ich, dass das in deutschen Wohnzimmern diskutiert wird. Es gibt keine pauschalen Floskeln von mir im Zusammenhang mit Fußball. Ja? Es gibt ein Spielerwissen bis weit in die zweite Liga hinein. Übrigens, in Berlin sind Sicherheitsmaßnahmen jetzt wegen unserem Freund George W. Bush. Ja. Und der Klassiker ist mittlerweile das Verschweißen von Gullideckeln. Das ist der Klassiker. Weil morgen früh, habe ich gerade den ARD-Reporter gesehen, gehen Froschmänner in die Kanalisation, um zu sichern, dass von der Kanalisation aus keine unschönen Zwischenfälle kommen. Hier in Mülheim wäre es nicht möglich, die Gullideckel zu verschweißen, weil dann kämen unsere Mitarbeiter nicht mehr zur Arbeit. Und, was ich auch gehört habe, Sicherheitsmaßnahmen. In weiten Teilen Berlins dürfen die Bewohner während des Besuchs nur 45 Minuten pro Tag auf die Straße. Ist ja Ausnahmezustand. Ja, bitte behalte das bei, liebe Berliner. So. Jetzt, dieses Buch, keinerlei kommerzielle Verflechtung, es ist einzig und allein, es geht um das überragende Fußballwissen. Christoph Biermann, Ulrich Fuchs, der Ball ist rund, damit das Spiel die Richtung ändern kann. Kostet unter Teuro-Gesichtspunkten 8,90 Euro, vorher 2 Mark. Jetzt hat der Verlag die Gelegenheit genutzt. Und in diesem Buch steht alles drin. Ja. Wir wissen alles. Ja. Modernes Spiel. Modernes Spiel. In diesem Buch wird auch Bertie McVogt rehabilitiert, der die 4. Niederlage in Folge kassiert hat, nach 4 Spielen. Ja. Nämlich mit seinem Satz, ballorientierte Gegnerdeckung. Das ist richtig. Das ist das moderne Spiel. Und es muss viel gelaufen werden. Es muss viel gelaufen werden und vergessen Sie den Quatsch mit überragenden Spielerpersönlichkeiten. Blödsinn. Auch der Satz, der Star ist die Mannschaft. Steht alles hier drin. Wobei natürlich am besten das Spiel ballorientierte Gegnerdeckung ist, wenn es von überragenden Spielerpersönlichkeiten gemacht wird. Das muss man schon sagen. Ja. Aber wo informiert sich unser Eins? In Bams. In Bild am Sonntag. Und 6:2 gegen Österreich. Tolles Spiel. Hast du es gesehen? Nee. Aber man hört nur Tolles. Und zwar die Wutliste. Schauen Sie, im Bild am Sonntag war eine Wutliste. Das habe ich auch wieder nicht so begriffen. Ich habe 2 Sachen nicht gewusst, obwohl ich in diesem Buch jetzt alles gelernt habe. Ich habe nicht mitgekriegt, dass Giovanni Trapattoni der Trainer von Italien ist, der Nationaltrainer. Und ich habe nicht mitgekriegt, dass im Grunde nicht alle Spiele bei ARD und ZDF zu sehen sind. Ach. Sondern bei Premiere World. Ja, obwohl ich ja 40 Decoder zu Hause habe. Das heißt nicht mehr World. Es heißt nicht mehr Premiere World, es heißt jetzt Premiere. Premiere. Das World ist Insolvenz angemeldet, glaube ich. Aber Premiere sendet weiter. Und schauen Sie hier, eine Wutliste. Stell dir vor, es ist WM und du kannst Brasilien gegen Frankreich nicht sehen. Tja, das ist die Wutliste. Nämlich ARD und ZDF zeigen jeweils nur 12 Spiele. Und ich muss sagen, Bams, das ist falsch. Weil es ist eigentlich eine tolle Liste. Es sind viele Spiele, wo wir sagen, danke, dass wir die nicht sehen müssen. Ich sage mal so, okay. Also Slowenien gegen Paraguay hätte man gerne gesehen. Und Brasilien gegen Türkei können wir sehen, das ist sehr wichtig. Ja. Ja. Was ist mit Senegal gegen Uruguay? Hätte man das gerne gesehen? Ja, schon. Ja. Die Klopper von Uruguay gegen die, also ist doch, ich sehe das mir an. Liebe Urus, bleibt euch treu. Was, Urus, fangt nicht an mit diesem modernen Quatsch, den Ball wieder reinwerfen, wenn er bei Verletzung rausgekickt wurde und so. Was wir von euch erwarten, Urus, ist das Zusammentreten des Gegners vor den Augen des Schiedsrichters. Ja? Seit 30 Jahren. Versteht ihr? Ja? Vor den Augen des Schiedsrichters. Was ich von Uruguay auch erwarte, ist, wenn einer eine gelbe Karte gezeigt kriegt, ja, dass der Spieler dann macht. Gesundheit. Danke. Dass ich erkältet? Werd mir nicht krank. Nein. In diesem Job kann man sich nicht leisten, krank zu werden. Nein. Deißler würde die Bewegung nicht mehr schaffen. Ja.
Deutschland gegen Kamerun kann man zum Glück sehen. Alle deutschen Spiele. Alle deutschen Spiele. Auch wenn sie dann Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Endspiel. Ja. Das hat sich alles ARD und ZDF gesichert. Halbfinale und Endspiel sowieso. Aha. Und Spiel um den dritten Platz, falls Deutschland mitspielt. Nur dann? Ja. Dänemark gegen Frankreich kann man auch nicht sehen. Ja, das ist schon doof, oder? Ja, das, also die Dänen sind ja immer schwierig, wie man sie einschätzen soll. Ja, einen großen WM-Tipp machen wir ja nächste Woche. Nächste Woche große WM-Tipp und wir können Ihnen nachher noch sagen, meine Damen und Herren, warum die deutsche Mannschaft jetzt wirklich so gut ist wie nie zuvor, weil jetzt ist der Druck weg. Verstehen Sie? Jetzt sind die Nachgerückten zu Hause. Tunesien gegen Japan kann ich auch nur nicht sehen, 8.30 Uhr Osaka. Also auf Premiere kann man es natürlich sehen. Klar. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Vielleicht ein Geheimfavorit, ein sympathischer Exot, der überragendes Spielerisches zu bieten hat. Wer jetzt? Japan? Japan oder Tunesien. Wie stark ist Tunesien? Unsere tunesischen Freunde, können wir das schon einschätzen? Na, geht's auch. Ein Satz hier hatte uns irritiert. Es wird kein Spiel aus Vorrunden Gruppe B übertragen, Klammer, mit Spanien Superstars. Wer genau soll das sein? Spanien Superstars. Bams. Weil wir haben festgestellt, mit unserem enormen Fachwissen, es gibt nur einen spanischen Superstar und der heißt wie? Raúl. Raúl. Alle anderen, die wir als Europäer, als spanische Superstars lieben, kommen selbstverständlich aus Brasilien, Argentinien, Portugal, Frankreich, England. McManaman. Ich freue mich immer, wenn McManaman darf nie von Anfang an spielen bei Real, er muss eingewechselt werden. Ja. Es ist schön, wenn du im kleinen Kreis sagst, oh, da kommt McManaman. McManaman. Der ist aber bei der WM leider nicht dabei. Ja, verletzt? Nein, überhaupt nicht im Aufgebot. Zu besoffen? Die Engländer saufen sich jetzt schon in, das hat mir sehr gut gefallen, sie waren in Dubai im Trainingslager, 160 Euro pro Mann und Nacht Rechnung. Wer fährt jetzt eigentlich von uns? Höttges? Ach nee, das Klaus-Dieter Sielhoff? Helmut Haller? Wer fährt denn von uns? Wer hat denn Zeit? Wer kriegt denn noch beide Beine auf den Rasen? Jörg, wer ist jetzt nachnominiert? Jörg Böhm und Lars Ricken sind nachnominiert. Jawohl! Jetzt ist aber auch Schluss. Die Meldefrist ist vorbei. Ja. Ich wäre aber beleidigt, wenn ich nachnominiert würde. Ich würde nicht kommen. Wieso das denn? Ja, was ist das denn? Du bist jetzt eindeutig zweite Wahl. Lars Ricken wurde mit großem Brimborium nicht nominiert. Und jetzt plötzlich heißt Lars, pack mal die Koffer, weil die anderen sind krank. Aber psychologisch wichtig. Wir haben jetzt ein Team von hungrigen, gierigen Anfängern und Aufhörern. Ja? Wirklich. Und bisher hatten wir doch immer den Ärger, ein Oldie-Spielmacher. Letztes Mal Matthäus bei der WM, bei der Europameisterschaft und so weiter. Immer die Diskussion, brauchen wir noch, er kann ein Spiel lesen und so weiter. Ja. Da fällt mir übrigens ein, wir müssen in unseren Fanartikel-Shop, die Fußballfrauen holen Klamotten nach der Trennung Ausrüstung an. Das habe ich jetzt mehrfach gesehen. Das ist eine Baseballmütze mit solchem Schild, weit über die Augen und Sonnenbrille. Wo man dann nochmal geht und alles nimmt. Ja? Also, Lars Ricken, Böhme, Klose. Ja, riesig. Schneider auf der Außenbahn, Ballack zentral. Olli macht hinten eh alles dicht. Haben wir einen Torwart, der auf eine Parfümflasche ausrutscht? Hallo Spanien. Ja? Sind das eure Superstars in Hotels auf eine Parfümflasche ausgerutscht? Das ist doch unglaublich, oder? Wenn du das für einen DFB-Spiel behaupten würdest, würde der DFB dich anzeigen. Ja. Wenn ich sagen würde, unser Kapitän ist auf der Parfümflasche ausgerutscht im Hotel, würde es heißen, nein, wir benutzen kein Parfüm. Also, Top-Situation für das deutsche Team. Hoch motiviert. Ja. Es lastet kein Druck. Niemand erwartet, dass wir eigentlich ins Viertelfinale kommen. Wir können befreit aufspielen. Genau. Wir können alles zeigen, was in uns steckt. Wir können die Räume eng machen. Wir können Vorchecking spielen. Wir müssen Tackling machen. Wie heißt das, dieses Vorchecking im Mittelfeld? Pressing. Ja. Sehr gut. Ja, Pressing. Pressing müssen wir machen. Wir müssen sehr viel Pressing machen. Wir müssen schnell spielen und jeder muss alles können. Deswegen ist zum Beispiel Toni Polster aussortiert worden. Den Herr Antrag. Warst du Toni Polster-Fan hier in Köln? Nicht wirklich, nein. Er wurde aussortiert, weil er das moderne Fußballspiel nicht kapiert hat. Das heißt, jeder Spieler muss alles machen. Es genügt nicht, sich vorne reinzustellen und warten, bis die Flanken kommen. Etwa das, was ich abends in der Show mache. Ja. Sich an den Schreibtisch setzen und warten, bis die Witze kommen. Nein, man muss auch mal nach hinten aushelfen, wo die Witze, wenn die Witze brennen. Da
Das ist moderner Fußball. In diesem Zusammenhang haben wir jetzt alles gesagt. Ja. Was muss ich noch nicht sehen? China gegen Costa Rica. Das ist natürlich wirklich ärgerlich. Oh, ja, ja, ja. Um 8.30 Uhr in Gwangju. Wo ist eigentlich Gwangju? Südkorea. Ist das Südkorea? Ich glaube schon. Man weiß ja gar nicht, wo das ist. Man weiß auch nicht, ist es eine Stadt oder ein Auto. Über Korea darf man solche Witze machen. Wenn man zum Beispiel über andere Länder oder so. Es gibt eine klare Länderhierarchie. Ja, gut. Es gibt eine Länderhierarchie. Da gibt es aber auch oft keine Autos her. Jetzt hätten wir das Thema Pointen sich abgeschlossen. So. Knaller, den Block beendet. Helmut übrigens ist am Pfingsten gegen eine Glastür gelaufen bei sich zu Hause. Ehrlich? Ja, als Überraschung für die Familie oder war es ein Unfall? Ich habe das einfach nicht gesehen. Ich meine, das ist mir noch nie passiert, weil wir haben so Badezimmer und Schlafzimmer ist mit einer Glaswand getrennt. Und entschuldige bitte, die Badezimmer und ist mit der Glaswand bei dir zu Hause getrennt? Ja. Das heißt, man kann, wer im Schlafzimmer noch liegt, kann den Partner im Bad sehen? Ja. Auch wenn er sitzt? Im Bett? Ja. Ja, wir haben eine extra. Die Toilette ist woanders. Toilette ist separat. Toilette ist separat. Ja. Nicht wie bei mir, ich muss über den Hof. Ja, das war aber hart, ich hatte richtig. Ja, wie ist das passiert? Erzähl mal. Du warst besoffen, ja? Nein. Ich war einfach nur ein bisschen hektisch. Ich wollte noch meine Uhr aus dem Schlafzimmer holen, war noch im Bad, hatte noch die Zahnbürste und dann bin ich volle Kanne dagegen, erst mit dem Korb und dann mit dem Knie. Und dann habe ich so schwarz gesehen. Wirklich? Mhm. Hast du Glück gehabt, dass es keine Platzwunde war? Ja. Ja. Du hast dich erkältet? Nein. Ich habe mir auch den Kopf angeschlagen an Pfingsten. Wie denn? An einem tollen Ort. In der Kantine des Thalia Theaters Hamburg. Oh. Ja. Ich stand da und wollte zahlen. Bon. War zu niedrig, diese Latte. Ich habe nichts gegessen. Hühnchenbrust im Knuspermantel. Mm. Lecker. Das schmeckt toll. Hühnchenbrust im Knuspermantel. Hast du schon mal gegessen? Das ist fantastisch. Fantastisch. Und ich bin auf eine tolle Idee gekommen. Das war einfach paniert, oder? Nein, es ist mehr als paniert. Es ist Hühnchenbrust im Knuspermantel. Ja, das sagtest du schon, aber ist das ja. Ja, wieso sagst du dann paniert? Wenn es paniert gewesen wäre, hätte ich paniert gesagt. Ja, aber das ist wahrscheinlich paniert und sie haben es nur anders genannt. Nein, es schmeckt auch anders. Ich kenne ja panierte Hühnerbrust. Die kenne ich ja. Und ich bin auf die Idee gekommen, wir könnten eigentlich mal in der Sendung etwas Tolles vorlesen, nämlich Applausordnungen an bedeutenden deutschen Sprechtheatern. Weil die Applausordnungen sind unterschiedlich formuliert. Mal sind es die Vornamen. Franz holt Walter, alle bleiben stehen, Licht aus, Walter holt Susi, vor, verbeugen. Mal sind es die Nachnamen. Mertens holt Schedivi holt Stötzner, was weiß ich. Ja? Und mal sind es die Rollennamen. Na holt Buckligen, Buckliger holt Leiche, alle stehen und so weiter. Das könnten wir mal vorlesen, das ist sehr interessant. Ja, ist aber von Stück zu Stück unterschiedlich, oder? Ja, ist selbstverständlich. Ja. Ja, es sind ja auch nicht in allem Stück dieselben Rollen. Ja, deswegen. Und wonach hat denn der Knuspermantel geschmeckt? Sehr gut gewürzt. Sehr gut gewürzt. Und das Tolle ist, in der Kantine des Thalia Theaters gibt jetzt Mineralwasser mit Sportverschluss. Das kannte ich auch noch nicht. Das ist so ein Verschluss, den zieht man so hoch, trinkt. Und ich kam mir vor wie ein Model. Weil das ist, das wissen Sie noch nicht, auf deutschen Flughafen ist es jetzt mittlerweile Pflicht, eine Wasserflasche in der Hand zu haben. Sie müssen eine Wasserflasche in der Hand haben und müssen permanent Wasser trinken, damit Sie nicht dehydriert werden. Vor allem, wenn Sie fett, hässlich sind und kurze Beine haben, sollten Sie Wasserflasche in der Hand haben, damit alle sagen, der ist bestimmt in den Medien. Und das gibt es so mit diesem Verschluss. Kennst du es nicht? Nein. Das können wir mal besorgen. Ja, das ist toll. Wasserflasche mit Sportverschluss. Heißt, glaube ich, Sportverschluss. Also Applausordnung und Sportverschluss. Ja, Sportverschluss. Hat aber nichts miteinander zu tun. So, welches Bier trinkst du heute? Ich trinke heute ein Frankfurter Premium-Export aus Frankfurt-Oder. Oh, warum? Hat das einen Grund? Oh, ja, so am Wochenende war ja Zusammenkunft der Sudetendeutschen, wollte ich mal ein sehr östliches Bier trinken. Ja. Verständlich. Bier aus Frankfurt-Oder, Sudetendeutsche Zusammenkunft am Pfingsten. Gast heute bei uns Frau Weichselbraun. Und es geht weiter, meine Damen und Herren. Nämlich, man glaubt es nicht. Viele fragen sich, dieser Herr Andrack, warum wirkt er so jung? Warum wirkt er so strahlend? Warum lassen seine Gefäße mehr Blut durch, als er braucht? Heute, meine Damen und Herren, ein Jubiläum, das wir gebührend feiern wollen.
Meine Damen und Herren, erleben Sie jetzt das große Manuel Andrack raucht jetzt schon seit 5 Jahren nicht mehr. Jubiläum! Raucht seit 1 Jahr und 3 Monaten nicht mehr. Ja, weißt du, wieso ich mir das merken kann? Wo? Am 24. Februar hat der Holger Speckhahn geheiratet und da habe ich meine letzte Zigarre geraucht. Du warst auf der Hochzeit von Holger Speckhahn? Mhm. Der hat drei Tage nach uns geheiratet. Also nach. Aber einige Jahre später. Ein paar Jahre später. Ein paar Jahre später. Aber so kann ich mir das gut merken. Ja, ja. Wenn man auf der Hochzeit von Holger Speckhahn aufgehört hat, kann man sich das natürlich merken. 1 Jahr und 3 Monate. Was ist das für ein Gefühl? Du musst ja vor Gesundheit. Ich meine, ich rauche auch nicht. Sag mal so, ich rauche, ich bin ein Genussraucher. Ja. Ich rauche. Ich kann es mir gar nicht leisten als Vorbild, das ich bin, für die alten, für die jungen Menschen. Kann ich mir gar nicht leisten zu rauchen, aus Imagegründen. Mein Imageberater sagt mir auch, rauche nicht in der Öffentlichkeit. Ich rauche auch eigentlich privat kaum. Mal nach einem schönen Essen. Wenn ich in einer Runde sitze mit Freunden, wenn wir sagen, man tritt zu in die FDP ein oder so, dann rauche ich schon mal eine Zigarette, aber nie vor abends, ganz selten mal. Ja. Nie in Stresssituationen. Merkst du einen Unterschied? Wie lange hast du geraucht vorher? Also ich habe vorher 17 Jahre, also wirklich heute auf den Tag. Gab es einen Grund dafür? Hast du Holger Speckhahn? Ich wollte einfach ein bisschen weniger rauchen, habe eine Woche vorher Leitzigaretten geraucht und habe aber da schon Entzug bekommen und habe also eine Schachtel Leitzigaretten am Tag und dachte mir, wenn du schon Entzug bekommst bei einer Schachtel, dann hörst du lieber ganz auf. Wie viel hast du geraucht vorher? 40 bis 50 selbstgedrehte, 17 Jahre lang. Also am Anfang. Bringt es da noch was aufzuhören? Ja, ja, doch, doch, doch. Ja? Ja, ja. Nee, ich habe aufgehört, weil ich merkte, wenn ich mal so 100 Meter einer Bahn hinterhergelaufen bin, um die zu kriegen, dass ich dann noch eine Viertelstunde später beim Aussteigen gekeucht habe. Ja. Gut, das kann ich nicht merken mit Chauffeur. Ja. Aber ich merke es natürlich beim Aussteigen aus dem Wagen, dass Leute sagen, hallo Basti. Aber es ist beneidenswert. Also ich, wie gesagt, ich rauche, ich bin Genussraucher, kann man sagen. Ja, aber du hast doch auch irgendwie jahrelang aufgehört, oder? Ja, vollkommen. Aber da hatte ich natürlich sozusagen auch keinen Genuss dran. Da habe ich ja komplett aufgehört. Da habe ich gemerkt, dass es so wenig literarisch wirkt. Es wirkt irgendwie so, als ob du gleich einen Roman schreibst, wenn du in gewissen Situationen eine Zigarette anzünden kannst. Ja, aber du hältst sie schon immer so komisch. Du hältst sie nicht wie so ein richtiger Raucher. Nee, ich bin ja auch kein richtiger Raucher. Ja, ja. Was heißt das, ich halte die Zigarette komisch? Ja, so. Nur so. Ja, wie? Also, beschreib das mal. Ja, zu weit, denn zu nah am Ende des Filters. Und Filterzigaretten sind sowieso keine richtigen Zigaretten, aber das sieht irgendwie so. Na, wie sieht's aus? Beschreib es mal, ohne eine Minderheit zu diskriminieren. Ja. Wie sieht das aus? Wie sieht das aus? Ein bisschen affektiert. Das ist okay. Ja, das ist okay. Das ist ja sozusagen auch Teil meiner Images. Mein Imageberater sagt ja, halt die nicht so nah am Filter, sonst wirkst du zu normal. Es sieht affektiert aus. Das wirkt jetzt wirklich, als würde ich in Griechenland Urlaub machen. Ja. Wie hast du denn die Zigarette gehalten? Naja, halt wie ein richtiger Mann halt. Für mich sahst du immer aus, als wärst du in so einem Knuspermantel, wenn du geraucht hast. Also. Ich habe auch Fotos dabei. Zeig ihn bitte. Ich habe bestimmt 3000 Privatfotos durchsucht und habe nur 2 Stück gefunden in den 17 Jahren, wo ich eine Zigarette in der Hand halte. Stell dir vor, vielleicht wirst du mal wieder rückfällig. Nein, ich habe schon viele Leute kennengelernt, die haben 5 Jahre, die haben 10 Jahre nicht geraucht, ja. Haben dann im besoffenen Kopf noch irgendwie darüber her und dann war es wieder vorbei. Also man ist immer Raucher, sein Leben lang. Man bleibt Raucher. Man bleibt Raucher, ja. Und es gibt nicht einfach so die Zigarette. Das ist wie Menschen, die Alkoholprobleme hatten, die bleiben immer alkoholkrank, nur ja. Sie sind dann eben trocken. Genau. So, 3000 Fotos hat der Andrack durchwühlt, nur zwei hat er, drei oder zwei? Zwei. Nur zwei gefunden, auf denen er mit einer Zigarette zu sehen ist. Hier ist das erste.
Das ist auf meiner alten Arbeitsstelle vor ungefähr 10 Jahren. Bei Sat.1? Nee, davor noch, bei Cat Entertainment. Ah, ich finde, das sieht so ein bisschen aus wie Ballack. Ehrlich? Ja, sagen viele, aber der hat echt keine, nicht wirklich Ähnlichkeit mit mir. Doch. Da lasse ich morgen so einen kleinen Vorspann bauen. Antrag sieht aus wie Ballack. Auch die letzten beiden Buchstaben sind identisch. Sogar die letzten drei. Bist du's? Das würde erklären, warum du so müde warst in Glasgow. Ja, wo ist denn deine Zigarette bitte? Ja, die ist doch da links. Also der Regisseur hat gesagt, nicht auf jedem Fernseher zu Hause. Ah, das ist wichtig für Sie zu Hause, meine Damen und Herren. Bitte, das ist ganz wichtig. Deutschland taumelt am Abgrund wirtschaftlich. Sollten Sie auf diesem Foto die Zigarette nicht sehen, kaufen Sie bitte morgen einen neuen Bildschirm. Ja? Ah, jetzt sieht man's. Hier auf meinem sehe ich's. Also das ist schon mal ein ziemlich überzeugendes Bild. Ja. Ja? Und wo ist das andere? Und das ist ungefähr 6 Jahre früher. Wo wurde das aufgenommen? Das ist das auf so einer Theaterprobe für Streetcar Named Desire. Wo du Kowalski gespielt hast. Ganz genau. Sieht man ja. Also das ist auch, ne, Unterhemd, Hemd offen. Ja, ja. Es ist diese berühmte Rolle. Da das bist du aber schon sehr, bitte? Wie soll ich sagen, ambivalent. Was verstehst du jetzt unter ambivalent? Also da hältst du die Zigarette noch nicht so männlich wie ich. Oder? Das war ja noch relativ am Anfang meiner Raucherkarriere. Ach, da hast du erst angefangen? Nein, da hab ich auch schon 5, 6 Jahre geraucht, in der Schule natürlich angefangen. Ja. Ich finde, da sieht so ein bisschen aus wie Prince. Bitte? Ja. Irgendwie so von den Haaren und mit diesem Bart. Und der Bart ist ja heute wieder hochaktuell. Absolut. Dieses leicht das Kinn umspielende. Naja, das war halt woanders, hat er zu der Zeit nicht gewachsen, ne? Also, ja, das ist ja... Ist nicht wegrasiert. Wie alt warst du da? 19, 20. Fantastisch. Noch Raucher und jetzt, Herr Andrak hat es geschafft, seit 5 Jahren raucht er nicht mehr. Helmut Zerlett raucht seit... ein Jahr und 3 Monate. Fantastisch. Ich selber eigentlich nur noch genug Raucher. Bei uns im Team rosten ja die Zigarettenautomaten dermaßen vor sich hin, es raucht ja kaum einer. 9 Mitarbeiter haben während der letzten 4 Jahre, während die Firma Bonito diese Show produziert, das Rauchen aufhört. Fantastisch. Wollen aber nach der Schwangerschaft wieder anfangen. Ja. So, meine Damen und Herren. Wir kommen zu einem interessanten Blog in unserer sympathischen Familienshow. Das Politwochenende war heiß. Oh ja. Heiße Diskussion. Mölli hier, Guido da. Wenn morgen Bundestagswahl wäre, welche Partei würde unser Studiopublikum wählen? Wahlberechtigt heute 235, Damen und Herren. Gültige Stimmen 214, Wahlbeteiligung 91,0. CDU, CSU 24,8. SPD 32,2. Grüne 11,7. FDP 25,2. Und PDS 6,1. Alles beim Alten im Grunde, oder? Die SPD stärker als normal und die CDU einiges schwächer als normal. Genau, also die CDU auf jeden Fall schwächer als die FDP, müsste sich in der Koalition Guido unterwerfen. Ja, so, jetzt. Sollen wir noch Kühlschränke zeigen, oder? Nein, wir holen jetzt die junge Dame aus Tirol raus. Ja, ne? Oder? Ja, auf jeden Fall. Hätte ich auch so entschieden. Ich kann mal zu Hause fragen, wie sieht's denn aus? Wir hätten noch Kühlschränke von Mitarbeitern. Oder wir haben eine 20-jährige junge Dame aus Tirol, die aber sowas von scharf aussieht, meine Damen und Herren. Was sagen denn Ihre Herzkranzgefäße? Aus Tirol, herzlich willkommen, Miriam Weichselbraun. Was ist das für ein Magazin, Cologne Day? Cologne Day, da gibt es jeden Tag unterschiedliche Formate. Also Donnerstag ist Kino, dann Montag ist Sport, was ich ja immer moderiere. Und ja, es gibt unterschiedliche Themen. Und das ist nur über Köln? Nein, es heißt halt Cologne Day, aber es ist nicht nur über Köln, nein.
Ach so, es ist über ganz Deutschland, oder? Genau, man nennt es nur praktischerweise Cologne Day. Ich weiß nicht, warum. Na, wahrscheinlich ist es so, dass es erstmal nur über Köln gehen sollte. Dann habt ihr gemerkt, dass er nach einer halben Stunde mit dem Material durch war. Und dann habt ihr gesagt, Köln ist überall. Ja? Du warst am Wochenende auf diesem berühmten, wie heißt der Ball, Liveball oder Live-Aid? Liveball, bei dem du ja auch schon eingeladen warst. Ja, ich war auch schon eingeladen und zwar ist es ein Ball zugunsten der AIDS-Hilfe in Wien. Nicht in Wien, österreichische AIDS-Hilfe ist das. Ja, aber der Ball ist in Wien. Ist in Wien, ja, im Rathaussaal. Wie viele Leute sind da auf diesem Ball? Also schon so einige tausend, ich weiß nur echt nicht wie viele genau. Ja, also. Und was ist das für eine Atmosphäre? Ja, spannend. Also es war so, dass... Also es sind ganz viele schräge Leute, also normal gekleidet findet man wenige. So was heißt schräg in Wien? Also es war eine Nonne auf Rollschuhen unterwegs, ja. Also ein Mann als Nonne auf Rollschuhen unterwegs. Und dann gab es eine Wedding Church, da konnte man sich trauen lassen. Ich wollte mich auch trauen lassen, aber mein Partner ist abgehauen. Ist dann richtig verheiratet? Nein, das dachte ich anfangs auch und wollte die alle bekehren, weil... Alkohol, viel nackte Haut und dann heiraten, das ist keine gute Mischung. Und dann wollte ich noch irgendwie sagen, nicht trauen lassen, ihr bereut es morgen früh. Aber dann hat man gesagt, ist nur für den Abend, also kann ich beruhigen. Also ja. Männer als Nonnen auf Rollschuhen, ist das ein Ball? Ich meine, es geht um, wer hat den Ball moderiert? Elton John und ja. Heidi Klum. Elton John ist ja letztes Jahr auch schon dabei gewesen, ja. Berater von dem Ganzen. Und Heidi Klum hat heuer moderiert. Sind es überwiegend Schwule auf diesem Ball oder ist das, naja. Sag das mal, ohne eine Minderheit zu diskriminieren. Nein, nicht nur Schwule. Ich rede auch nicht von Minderheiten, ich frage nach Schwulen. Nein. Ja. Nein, also nicht nur. Nicht nur. Also bunt gemischt quasi. Ist alles. Wer waren so die Prominentesten, die man kennt, die da waren? Ja, Elton John schon, Heidi Klum, dann war eine Modenschau, da war auch Milka von Viva ist da auch mitgelaufen. Ach so, da geht's dann schon ziemlich runter. Ja. Ach so, ach, die ist mitgelaufen. Ich meine, Milka ist nett, sehr nett. Aber verglichen mit Elton John ist sie nicht ganz so prominent. Nicht. Ja. Bisschen. Wer ist eigentlich Mel, wo du gerade hier auf die Mel ist meine Zwillingsschwester, Melanie. Wirklich? Nur, sie haben mir so wenig Zeit gegeben. Ich konnte Melanie nicht ausschreiben, was gestern. Mach kürzer, mach kürzer. Also Mel. Aha. Ja. Wie viel ist die jünger? Ach, nur 2 Minuten. Nein. Und sieht die genauso aus wie du? Ja. Also haben Zwillingsschwestern oft so an sich. Also sie ist sehr ähnlich. Ja, aber wieso? Bei zweieiligen Zwillingen? Eineigen. Ja, das ist schon klar. Aber bei 2 Minuten gibt es wahrscheinlich gar keine zweieiligen, oder? Na, müsste man nachrecherchieren. Machen wir mal. Was macht die denn, die Schwester? Die hat jetzt also schneller Matura, also Abitur erledigt als ich. Ja. Ich bin ja noch dabei. Die hat es jetzt fertig endlich. Und dann schaut sie mal. Vielleicht kommt sie nach Köln auch ein bisschen zu mir. Mal schauen. Das ist wirklich so, du schreibst dir die Matura, das Abitur alleine, du sitzt da an einem speziellen Termin? Ja, es ist so, also die kommen mir das sehr entgegen. Also nur weil ich jetzt bei Viva Plus bin, kann ich ja das Abitur nicht einfach so sausen lassen. Sehr gute Einstellung, und jetzt Einstellung, fahre ich ja. immer heim und schreibe halt Prüfungen und bin halt so mittendrin und hoffe, dass das Und dann sitzt du alleine klappt. Im Zimmer? Ja, ja. Mit einem Lehrer als Aufsichtsperson? Ja, genau. Also letztens, meistens sind es Lehrer. Ja. Und dann... Wieso, wer noch? Der Hausmeister oder was? Manchmal, mit dem stehe ich mich gut. Hans, der Hausmeister, liebe Grüße. Keine Ahnung, wie er heißt. Auf. Ja, aber also die kommen mir sehr entgegen. Also die lassen mich das, also die unterstützen mich sehr. Ja. Und das ist sehr schön, weil das brauche ich ja. Ich brauche zwar länger als alle anderen, aber ich werde fertig. Bin zuversichtlich. Habt ihr das in Tirol auch so mit Leistungskursen und so wie hier? Ja, ja. Ja, was hast du für Leistungskurse? Also ich konzentriere mich jetzt mal auf Französisch und Deutsch. Ja. Und dann schauen, also ob ich es schaffe überhaupt so. Ja, das ist ja kein Zweifel. Habt ihr auch dieses Punktesystem? Nein. Nicht Punktesystem. Ist in Deutschland Punktesystem? Ja, 15 Punkte ist Weltspitze und dann geht's ab. Und bei euch heißt es noch sehr gut, gut und so. Noten, ja. 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 Was willst du denn mal machen beruflich? Ach, wenn ich mal groß bin. Ja. Hm. Ja, mal schauen. Also jetzt bin ich bei Viva Plus, aber das bleibt ja nicht ewig. Und dann schauen wir mal. Also das ist ja alles noch nicht so stressig. Noch gar keine Gedanken, noch gar keine Vorstellung oder sowas? Nö. Ja? Ich habe ja noch Zeit. Naja, du musst jetzt doch irgendwie ein Studium anfangen, oder nicht? Müssen. Ja, möchte ich vielleicht auch mal. Also das kann schon sein, dass ich irgendwie die Sache, also wenn ich dann moderiere irgendwie, also irgendwie möchte ich schon gelernt haben auch. Also dann vielleicht Journalismus oder irgend sowas in die Richtung noch mache. Journalistische Arbeiten? Ja. Aber da gibt es ja vielleicht auch Möglichkeiten bei Viva, oder? Aber die meisten sind 1-2 Jahre bei Viva und gehen dann irgendwo anders hin, zu einem anderen Sender. Ach, das weiß ich nicht. Ich bin ja erst seit Januar da, also da habe ich ja echt noch... Wie kommt man eigentlich als Tirolerin zu Viva? Das war so ein Streetcasting als Tirolerin. Ein was? Ein Streetcasting. Also ich bin mit meinem Ross nach Deutschland geritten ja. und habe dort bei diesem Streetcasting
Casting teilgenommen. Auf der Straße? Ja, das war so ein Van, so ein Kalbflaume-Liebes-Van. Und dann konnte man rein und 2 Minuten so kurz was sagen. Und dann, ja, dann wurde man angerufen und dann noch ein Casting und dann halt nach Köln. Also du bist nach Deutschland gefahren und hattest gar nicht vor, dich bei Viva zu bewerben, oder wie? Doch, 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 das hatte ich schon vor. Also ich wollte ja eigentlich ursprünglich mal nach München so ein bisschen. Und hab dann da auch schon Wohnung gefunden und innerhalb von der Woche musste ich dann aber nach Köln. Also das war mehr Zufall als... Und hast du es vorher schon mal gemacht, moderiert? Ja, das war so ein Lokalsender, Tirol TV hieß das, da habe ich ein Magazin moderiert, war aber sehr seriös, also mit vorgeschriebenen Texten, die ich so ablesen musste. Und welche Themen? Das war gemischt, also es fing dann immer so an, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Tirol TV. Hast du ein Dirndl da angehabt, oder wie? Nur Dirndl, Lederhosen auch ab und zu. Wirklich? Da steht ihr bestimmt guten Dirndl, oder? Ja, das glaub ich also schon. Ich finde Dirndl ganz, ganz schön. Die können ganz schön sein. Ja? Ja. Eigentlich hast du bei Viva schon mal im Dirndl moderiert? Nein, das müsstest du eigentlich mal machen. Das wäre ein Vorschlag. Ja, weil irgendwie flippig und cool und so weiter und modisch sind ja eigentlich alle. Ja? Aber ein Dirndl, das hätte doch was. Hätte was. Und dann standst du da und hast gesagt, willkommen bei TV Tirol. Tirol TV, unsere heutigen Themen sind so. Und was waren zum Beispiel für Themen? Ach, Gästeeinbruch in Bad Boldersdorf oder... In Imst heißt es, wenn. Also die Dörfer sind so Inzing, ich lerne Inzing. Dann können wir eigentlich Flauerling, ist auch super. Dann Unterflauerling, Oberflauerling. Das ist alles also, rund um Innsbruck? Ja, das ist schon in der Nähe. Ja. Oberperfus, ganz bekannt. Skiort? Ja, also wenn man dort Skifahren will. Man also nicht gegen Oberperfus. Oberperfus ist schön, aber... Aber? Ja, was denn also aber? Also ich würde dort nicht Skifahren. Meine Mama kommt aus Kitzbühel und da kann man doch schöner Skifahren. Also sind die Berge schöner oder ist es schneesicherer? Ja, also ich finde es schöner dort. Ich weiß, also Oberperfus, ja, wahrscheinlich kriege ich jetzt einen Anruf vom Bürgermeister von Oberperfus. Nein, vom Tourismusdirektor. Ja, ja, aber mit dem lege ich mich gerne an. Kennst du den? Nein. Deswegen. Aber Tirol lebt doch vom Fremdenverkehr. Eigentlich müsstest du jetzt so wahnsinnige Werbung machen für Tirol, dass die Leute da hinkommen sollen, Skifahren oder noch besser sagen, Tirol ist im Sommer genauso schön wie... Ist schon wichtig so. Ist 6% vom Gesamtwelttourismus. Ist die schon fährt viel. Nach Tirol? Ja, 6% macht das aus. Das ist ja enorm. Weißt du, warum ich das weiß? Warum? Ich bin ganz stolz gerade, weil ich doch erst Geografie- und Wirtschaftsprüfung abgelegen habe und jetzt muss ich jetzt gleich rauspauen. So. Alles, was ich und da wird gefragt, wie viel Prozent des Welttourismus. Ich finde den Tiroler Dialekt toll. Ja? Ja. Aber die meisten Deutschen machen ja sofort den Wiener Dialekt. Ja, völlig nach. Falsch, weil sie glauben, völlig alle würden... Falsch. Ja, sag mal was auf Tirolerisch. Sag du zuerst was, dann kann ich drauf antworten. Ja, klar, weil ich habe einen Tiroler Sänger gekannt und das war für mich so schon relativ nah an der Schweizer... Das klingt wie ein besoffener Schweizer, wollte ich gerade sagen. Ja, aber seid ihr das nicht? Wir sind alles besoffene Schweizer. Ja, sag mal was auf Tirolerisch. sag noch was. Jetzt erklär doch mal deinen Tiroler Freunden, wie das so ist bei Viva in Köln. Ja, da bin ich jeden Tag live auf Sendung, ein Wengerl. Ein Wengerl ist schon mehr, wow, jetzt strafen mich alle Tiroler. Also da heißt nicht ich, sondern ich. Also ich bin halt zu Harald Schmidt gefahren und dann schaue ich mal, dann auch rufe ich meine Mama an, weil meine Mama muss ja auch wissen, was da abgegangen ist, ob du auch nett warst zu mir. So. Das ist aber toll, das hat was. Ja, aber es versteht mich niemand. Ja, selbstverständlich. Ja, also bei Viva haben sie mich am Anfang wirklich nicht verstanden. Inzwischen übernehmen sie aber ein paar Eigenarten. Zum Beispiel? Also wenn ich sage, mir ist fad, das heißt, mir ist langweilig, verstehen sie das halbwegs. Sagst du es auch bei Viva? Ach, wir müssen aufhören. Ja? Miriam, alles Gute und viel Glück fürs Abitur. Ebenfalls, danke schön. Noch vor dem Sommer. Miriam Weichselbraun, morgen Abend alles aus Kranken von unserer lieben Freundin Nathalie. Danke fürs Zuschauen. Gute Nacht. Tschüss.